Hey Freunde, ich bin's Fabian vom Survival Bushcraft Podcast. Bevor die neue Folge startet, gibt es eine kleine Werbung. Kennt ihr eigentlich schon Revolution Race? Revolution Race stellt hochwertige Outdoor-Bekleidung zu guten Preisen für den Endkunden her. Ich nutze zum Beispiel die Cyclone Rescue Jacket. Diese stylische Jacke schützt euch nicht nur gut vor Nässe und Regen, sondern macht auch im Alltag einiges her. Auf ausgedehnten Wanderungen trage ich zurzeit die Nordwand Pants. Super bequem, dank der perfekten Passform. Und jetzt habe ich noch etwas für euch. Extra für unsere Zuhörer haben wir mit Revolution Race den Gutscheincode DRAUSEN15, draußen mit Doppel-S, 15 als Zahl, ausgehandelt. DRAUSEN15. Dadurch erhaltet ihr nochmal 15% Rabatt auf eure Bestellung. Der Gutscheincode gilt vom 1. bis 14. September und ist extra für unsere Zuhörer aus Deutschland und Österreich. Also, schnell bei Revolution Race vorbeischauen, draußen 15 eingeben und das Abenteuer kann beginnen. Und nun, viel Spaß mit der neuen Folge. Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Survival Bushcraft Podcasts. Ich bin Fabian und hier habe ich wieder Martin sitzen. Hallo, grüß euch. Hallo, wir wollen heute mal über das große Thema Notfallvorsorge sprechen oder Katastrophenvorsorge oder Krisenvorsorge. Da gibt es ganz verschiedene Ausdrücke dafür und das ist ein riesiger Themenkomplex und wir versuchen den wahrscheinlich mit mehreren Episoden irgendwie gerecht zu werden und wollen heute erstmal einen Einstieg darin finden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, wurde 2004 als zentrales Organisationselement für die zivile Sicherheit gegründet. Das war letzten Endes die Reaktion der Bundesregierung und auch des Bundes, des Staates Deutschland, eine Reaktion auf verheerende Hochwasser, die es zuvor gab, und starke Regenfälle, vor allem durch die Jahrhundertfluten, durch die besonders die Elbanrainer Städte und Bundesländer sehr gelitten haben. Mhm. Aber auch immer wieder, weil es in der Alpenregion oder auch in anderen alpinen Regionen in Deutschland, wobei da gibt es nicht so viele außer die Alpen, auch von Erdrutschen und Schneelawinen und so weiter betroffen waren. Ja. Und jetzt ganz aktuell, wir vermeiden zwar immer mal wieder ein paar zeitliche Bezüge, aber im Jahr 2021 hatten wir ja wieder so ein sehr schweres Hochwasser. Und das war für uns nochmal Grund genug, dass wir uns diesem Thema annehmen und dass wir für euch, für die Zuhörer da draußen, nochmal ein paar ganz grundlegende Dinge klären wollen und euch nahebringen wollen. Ja, ich denke auch, dass es ein wichtiges Thema ist, auch was eben einfach zu unserer heutigen Zeit passt. Ich kann mich auch noch an das letzte Jahr erinnern, wo wir ja angefangen haben, mit Covid-19 zu tun zu haben. Mhm. Da ging das ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass die Leute, ihre Anführungszeichen Hamsterkäufe gemacht haben. Und das Thema Krisenvorsorge, Notfallvorsorge, das ist auf einmal in die Höhe gesprungen. Ja, die Informationen dazu wurden gesucht. Man hat es in den Nachrichten gesehen, in den Zeitungen. Es wurde immer mehr auch wieder darüber geschrieben, wie man sich vernünftig und ordentlich eben vorbereitet, um eben gewappnet zu sein gegen einen Notfall. Ja, genau so ist es. Und was wir jetzt hier besprechen in diesem Podcast ist keine Verschwörungstheorie, das ist keine Panikmache, sondern wir besprechen jetzt hier in diesem Podcast und auch wahrscheinlich in diesen nächsten Folgen, die rund um das Thema Notfallvorsorge gehen, tatsächlich Dinge, die so vom diesem Bundesministerium Bundesamt vielmehr für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlen werden. Waren dann nicht ab ins Reich der Fantasie und der Spinnerei, sondern das sind tatsächlich Empfehlungen, die ja für uns alle in Deutschland lebenden Menschen relevant sind. Ja, das ist mir auch wichtig, dass wir hier auf dem Boden bleiben, dass man einen Notfall oder eine Krise mit einer gewissen Nüchternheit auch betrachtet, aber auch einer gewissen Ernsthaftigkeit. Genau so ist es. Ich glaube, ganz zu Beginn müssen wir erstmal erklären, was ist denn Notfallvorsorge? Denn ich glaube, wenn wir über dieses große Thema sprechen, haben einige Menschen, du hast es vorhin schon angesprochen, Hamsterkäufe im Kopf.
Die haben im Kopf, dass sich manche Leute bis an die Zähne bewaffnen oder zu Hause einschließen oder sich einen Bunker bauen oder die Zivilisation verlassen oder vielleicht die Zivilisation suchen. Beides kann ja Vor- und Nachteile haben. Mhm. Und ich glaube, wir müssen das alles erstmal aufdröseln, dieses Geflecht, was es da schon im Netz gibt, aber was es auch in den Köpfen der Leute gibt. Und erstmal ganz grundlegend klären, was ist denn überhaupt Notfallvorsorge und was sind denn überhaupt Notfälle und warum? Und ich bin der Meinung, beziehungsweise ich will erstmal klarstellen, im Normalfall ist es so, dass wir uns über solche Dinge gar keine großen Gedanken machen. Also die nehmen wahrscheinlich im Alltag der meisten Menschen keinen großen Platz ein. Es hat keine große Relevanz. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir viele Dinge, die wir so im alltäglichen Leben benötigen, wie Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, Strom, Wärme, diesen ganzen Komfort, diesen Luxus, den wir hier in der ersten Welt genießen, der ist für uns allgegenwärtig. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und wir bekommen eigentlich an jeder Ecke frische Waren. Selbst in der ländlichen Region, in der tiefsten Provinz, irgendwo im Bundesgebiet, bekommen wir immer frische Produkte und wir bekommen eigentlich auch immer irgendwo Strom oder haben auch Zugang zu Informationen. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt, auch für mich. Wir haben so viel und können so viel so schnell bekommen. Ja, man sieht es ja an den Lieferdiensten. Ne? Du bestellst was und am nächsten Tag innerhalb von 24 Stunden sind die Sachen da. So ist es ja auch mit der Nahrung. Ne? Du gehst einfach in den Laden und hast deinen Apfel, hast dein Brot, hast sogar deine Mango aus weiter Ferne. Ja, also ist es alles vorhanden. Und das Gute ist ja, wir können es in kurzer Distanz, also in kurzer Zeit, können wir alles, fast alles bekommen, was wir brauchen. Genau. Ja, und wie war das früher, ne, denke ich mir dann. Und früher war das ja eben nicht so. Und immer wenn ich an so ein bisschen Notfallvorsorge oder Krisenvorsorge denke, da denke ich auch so ein paar hundert Jahre zurück, wo vielleicht nicht der Essensspeicher voll war, wo vielleicht nicht alles sofort vorhanden war, da hat man die Sachen eben gelagert. Ja, man hat sie sich besorgt vorher und hat ein bisschen in die Zukunft gedacht, was brauche ich denn im Herbst? Jetzt ist Sommer. Was bräuchte ich denn vielleicht in ein paar Monaten? Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, denn wir haben es eben schon ganz kurz gestreift. Du hast es jetzt noch etwas vertieft. Das Thema Notfallvorsorge oder Krisenvorsorge spielt in unserer Gesellschaft vielleicht jetzt wieder durch Covid und Hochwasser jetzt in den letzten 2 Jahren wieder eine größere Rolle. Aber es hat lange keine Rolle gespielt, eben weil alles verfügbar war. Aber noch unsere Großeltern und Urgroßeltern, gerade so die Nachkriegsgeneration oder auch die Kriegsgeneration, oder eben auch davor, wenn wir da mal mit einer Zeitmaschine zurückreisen könnten, und da müssen wir nicht ins Mittelalter zurückreisen, sondern da reicht tatsächlich Anfang 19. Jahrhundert, da war es gang und gäbe, dass Lebensmittel eingekocht werden, dass Kartoffeln im Keller gelagert werden, dass Äpfel, Rüben und so weiter, dass ein gewisses Portfolio an Lebensmitteln eingelagert wird, einfach für schlechte Zeiten. Und ich kann mich noch entsinnen, dass meine Großeltern sich ganz ähnlich verhalten haben. Die haben auch Obst eingekocht, die haben Lebensmittel gehortet. Und immer wenn ich jetzt Kind fragte, was habt ihr denn hier, eine riesengroße Speisekammer? Ja, für schlechte Zeiten. Das war einfach so drin in den Menschen. Ja, ich kenne das auch noch von meinen Großeltern. Die hatten auch einen Keller und meine Oma hat auch immer Früchte eingekocht aus dem Sommer. Entweder für schlechte Zeiten oder auch eben für den Winter, ne, damit man einfach ein paar leckere Erdbeeren hatte im Winter, ein paar Früchte. Hat ja auch was mit einer gesunden Ernährung zu tun. Ne? Du hast manchmal nicht die Früchte gekriegt im Winter. Ja. Da hast du eben deine Vitamine über die eingekochten Früchte zu dir genommen. Das ist ja eine ganz sinnvolle Sache. Genau so ist es. Und diese rationale, ernsthafte Notfallvorsorge wollen wir jetzt mit diesem Podcast wieder für euch etwas präsenter machen und wollen einfach, dass ihr zumindest mal über das Thema nachdenkt. Aber warum ist Notfallvorsorge jetzt für uns, aber auch für euch da draußen so wichtig? Ich denke, das ist eine Frage, die ganz individuell zu beantworten ist. Denn grundlegend dafür ist eine Kernfrage, nämlich welche Notfälle könnten auf mich zukommen? Womit kann ich rechnen? Womit muss ich rechnen? Ja. Und auf die dann höchst individuell geantwortet wird. Denn das ist ein Thema, das auch ein bisschen sensibel ist, denn wir haben alle ein unterschiedliches Weltbild, ein unterschiedliches Menschenbild. Wir haben andere Vorstellungen davon, wie die Zukunft aussehen wird. Was für den einen gut ist, kann für den anderen eine Katastrophe bedeuten. Und dementsprechend werden auch die Vorstellungen davon, was ist denn für mich ein Notfall oder was ist für mich eine Krise, können ganz unterschiedlich sein. Ja, das denke ich auch, dass es so höchst individuell ist. Ja,
Ich sehe es bei mir. Ja, ich habe Familie, zwei Kinder. Mir kommt sofort in den Sinn, wie ernähre ich die zum Beispiel, wenn ich mal nicht einkaufen gehen kann. Das kommt mir sofort in den Sinn. Ja. Und dir kommt vielleicht was anderes in den Sinn. Oder jemanden, der in den Bergen lebt, dem kommt was anderes in den Sinn. Jemand, der in Wassernähe lebt, ja, wie du es vorhin gesagt hast, an der Elbe, ja, in Flutgebieten zum Beispiel, dem kommt auch wieder was anderes in den Sinn. Also es ist so ganz nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet, wie man vorsorgt. Und für mich bedeutet das, wie du es gerade gesagt hast, das muss man als erstes so klären. Und dann kann man sich daran langhangeln, okay, wie gehe ich denn weiter? Was mache ich als nächstes? Wie baue ich da dann mein Notfallsystem oder mein System auf, ja, damit ich gewappnet bin? Ich finde es super, dass du das Wort System benutzt hast und nicht gesagt hast, wie baue ich mir den Keller zu mit möglichst vielen Konserven. Ja. Denn du hast das, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich hast du es bewusst auch so gesagt, denn es hat ja nicht immer nur was damit zu tun, möglichst viel zu horten. Sondern Notfallvorsorge kann ja auch ganz praktischer Natur sein. Ja. Was das im Detail bedeutet, können wir dann nachher später klären oder vielleicht in einer der späteren Folgen. Wir beschäftigen uns dann auch nochmal mit so speziellen Situationen wie Feuer, Unwetter, Stromausfall, Hochwasser und so weiter. Jetzt am Anfang wollen wir uns aber erstmal auf die Basics konzentrieren. Was fällt dir denn ein? Wie können wir oder ja, wie kann man sich denn grundlegend erstmal darauf vorbereiten? Was ist am Anfang zu tun? Was sind die Basics? Also ich würde wirklich als allererstes überlegen, was könnte auf mich zukommen? Wo fühle ich mich am unsichersten, was passieren könnte? Oder wo liegen vielleicht auch meine Ängste? Ja, das ist sicher nicht schön, darüber nachzudenken. Also ich denke nicht gern darüber nach, was wäre, wenn ich zum Beispiel keine Nahrung mehr im Haus hätte und meine zwei Kinder haben Hunger. Das ist, glaube ich, eine ganz schreckliche Situation. Ich möchte auch nicht, dass sie eintritt. Und ja, was gibt's noch, was einen so beschäftigt? Ja, was, also bei mir ist zum Beispiel auch so Stromausfall zum Beispiel. Wenn der länger geht als 1-2 Stunden, da werde ich hibbelig. Das weiß ich jetzt schon. Ja, da mache ich mir Sorgen, weil es ist einfach nicht normal. Wir hatten so lange Stromausfälle in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, fast nie, außer ganz selten wirklich. Die waren meistens in 1-2 Stunden wieder behoben. Aber was ist, wenn der länger geht? Ja, und wir sind so krass auf Strom angewiesen hier in Deutschland. Also unsere ganzen Haushalte, unsere ganze Lebensweise einfach. Das sind so zwei Sachen. Ja. Ja, da mache ich mir zum Beispiel Sorgen drum. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Problem, dass ich sage, okay, in Berlin könnte jetzt hier die Spree übers Ufer treten und ich wäre davon betroffen. Da wohne ich zu weit weg und das würde mich erstmal nicht beschäftigen. Ja, oder zum Beispiel Erdrutsche habe ich hier in Berlin auch überhaupt nicht. Ich habe hier Hügel, die sind maximal 200 Meter hoch. Ja, genau. Ich glaube, das kann man zusammenfassen mit Wissen und Bewusstsein. Vorbereitung beginnt eigentlich mit dem Bewusstsein für die eigene persönliche, ganz individuelle Lebenssituation. Ja. Wo befinde ich mich? Wo lebe ich mich? In welchen Milieus bewege ich mich? Und dann eben geht es nahtlos über mit, was bringe ich denn von mir aus an Wissen darüber schon mit? Oder wo habe ich eventuell Nachholbedarf? Das geht los bei Ortskenntnis. Es bringt nichts, einfach nur zu wissen, okay, ich wohne jetzt in Berlin und mich interessiert nur Berlin. Ja. Alles andere ist mir egal. Ich verstehe, warum Menschen so denken, wenn ihr Leben sich nur in Berlin, ist jetzt nur ein Beispiel mit Berlin, wenn ihr Leben sich nur in Berlin abspielt, ist das Wissen oder auch das geografische Wissen um die Orte um Berlin drumherum wahrscheinlich super nebensächlich. Aber für den Fall eines Notfalls könnten sie dir das Leben retten oder zumindest dein Leben viel, viel einfacher machen. Ist nur ein Beispiel. Daraus resultieren sich dann auch schon Gedankenspiele, in welche Situationen könnte ich kommen und was muss ich dann tun? Stichwort Skills. Welche Skills beherrsche ich? Welche beherrsche ich nicht? Welche muss ich vielleicht gar nicht beherrschen, weil die Situation, mit der ich rechne oder auf die ich mich vorbereite, erfordert diesen Skill nicht. Also zum Beispiel Skifahren. Du musst wahrscheinlich in Berlin nicht Skifahren können. Ja. Sieht vielleicht anders aus, wenn du irgendwo in den Alpen, in einem ganz, ganz kleinen Alpendorf lebst, das irgendwie 1000 Meter hoch gelegen ist. Ja, aber was ist, wenn die Passstraße von einer Lawine verschüttet ist? Es gibt weitere Lawinengefahr und ihr könnt irgendwie nicht evakuiert werden. Wenn du alleine bist, ist es vielleicht keine schlechte Idee, runter ins Tal zu fahren, wegzufahren von diesem Krisengebiet. Wer weiß. Ist jetzt keine Empfehlung, die ich jetzt herausgebe, aber ich will nur zeigen, wie unterschiedlich
Skills sein können, die eventuell dein Leben erleichtern können. Und daraus resultiert dann schon der nächste Punkt, nämlich, welche Ausrüstung brauche ich? Welches Equipment? Das Internet, YouTube ist voll mit Empfehlungen. Kauft euch dieses Produkt, diese Axt mit dem Gutscheincode 15, bekommt ihr nochmal so und so viel. Hat alles seine Daseinsberechtigung, ist alles super. Aber ihr müsst eben auch genau schauen, was brauche ich für meine Bedürfnisse. Ja, also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Es kommt ja so stark darauf an, wo du wohnst oder auch wo du vielleicht hin willst. Mhm. Ne? Manchmal kann man ja auch nicht dort bleiben, wenn ein Notfall eintritt. Man muss sein Haus verlassen oder seine Wohnung oder seinen Schutz. Und dann geht's ja los, ja, wo gehe ich hin? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel weiter weg gehe, da kommt ja auch gleich wieder die Frage auf, wie bewege ich mich fort? Du hast es gerade angesprochen, wenn alles verschneit ist, ja, da ist das Skifahren wirklich das beste Fortbewegungsmittel dann, ne? Oder wenn ich eben nicht mehr mit dem Auto fahren kann, vielleicht habe ich irgendwo ein kleines Boot liegen. Mhm. Ja, also darüber muss ich mir Gedanken machen. Und dann noch, wo will ich hin? Und was ist da? Was können denn da auch wieder für Notfälle eintreten in dieser Region? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile oder beziehungsweise seine individuellen Gegebenheiten, ja. Die Region, dann kommt es auch wieder auf an, in welchem Land, in welcher Wetterregion lebst du, ne? Wir sprechen jetzt zwar gerade hier von Deutschland, aber es kann ja auch sein, wir haben Zuhörer, die leben halt vielleicht in den USA und haben halt mit Tsunamis zu tun, ne? Oder wir haben Zuhörer, die leben vielleicht im Äquator und haben vielleicht mit einer großen Hitzewelle zu tun. Ne? Was macht man da? Wo geht man hin? Ganz kurz noch zur Korrektur. Tsunamis kommen jetzt in den USA nicht so häufig vor. Du meinst wahrscheinlich Hurricanes, aber grundsätzlich hast du natürlich absolut recht, ja. Ja, und dann eben auch die große Frage und das ganz große Thema Vorräte. Was ist wichtig? Was brauche ich? Was sollte ich kaufen? Warum sollte ich es kaufen? Wie viel sollte ich kaufen? Und auch wie gehe ich damit um? Wie pflege ich diese Vorräte? Denn einfach nur kaufen, hinstellen und vergammeln lassen ist wahrscheinlich das Schlechteste, was man machen kann. Aber ich denke, da kommen wir schon zu einem der ersten ganz großen Punkte, nämlich diesem ganz großen Thema Essen und Trinken, Ernährung. Oder anders gesagt, fürs Überleben wichtig. Was brauche ich, um nicht zu verhungern und nicht zu verdursten? Ja, das erinnert mich an die Survival-Punkte, an die wichtigsten Survival-Punkte, die man so auf dem Schirm haben sollte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder noch in seiner Wohnung ist oder in seinem Haus. Das heißt, für Schutz vor Wetter ist erstmal gesorgt. Ja, also das wäre zum Beispiel, wenn das nicht gegeben ist, dann wäre das für mich jetzt der erste Punkt, sich darum zu kümmern. Aber wir sind jetzt nicht in der Wildnis, ja, wir sind jetzt nicht irgendwie abhanden gekommen vom Weg ab, sondern wir sind ja noch meistens in unserer Stadt, in unserem Haus, in unserer Hütte, in unserer Wohnung und so weiter. Das heißt, dafür ist gesorgt. Ja, und die nächsten Punkte sind dann wirklich, wie ernähre ich mich und was nehme ich zu mir, ne? Also wie halte ich mich am Leben mit Nahrung und mit Wasser? Genau. Wir können, glaube ich, erstmal sagen, dass man sich auch da wieder eine Frage vorab stellen muss, nämlich, welche Lebensmittel sollte ich für welchen Zweck verwenden, welche Lebensmittel sollte ich horten? Denn Notfallvorsorge kann ja vieles bedeuten. Es kann ja einmal bedeuten, wie wir das jetzt im vergangenen Jahr hatten, durch den langen Lockdown und die lange Isolation. Zum Teil mussten ja auch Leute Isolation einhalten, weil sie positiv getestet waren. Und da ist es wichtig, dass ich Lebensmittel brauche, die möglichst lang haltbar sind, aber die ich dennoch mit Strom oder auch mit meinem Herd warm machen kann. Das heißt, jetzt nur mal auf das Beispiel Covid, Isolation, Quarantäne bezogen. Ich habe immer noch Strom, aber ich komme vielleicht nicht raus. Ich kann vielleicht nicht einkaufen. Deswegen wäre es da wichtig, dass man Lebensmittel kauft, die zwar lange haltbar sind, aber die ich trotzdem ohne Probleme erwärmen kann. Das können verschiedene Dosengerichte, Fertiggerichte. Das können aber auch Lebensmittel sein, die per se lange halten. Kürbis, Kartoffeln, Zwiebeln sind alles Lebensmittel, die ich kaufen kann und die durchaus auch mal 2 Monate in meiner Küche liegen können und mit denen ich so einen Quarantänezeitraum von vielleicht 2-3 Wochen überbrücken kann. Genau. Also wenn ich jetzt wirklich nur von 2-4 Wochen ausgehe, da habe ich ja so viele Möglichkeiten, Sachen mir zu besorgen. Du hast gerade gesagt, Kartoffeln, wenn du die dunkel lagerst und ein bisschen kühl, da halten die echt lange. Oder auch Äpfel, ne? Die meisten Äpfel, die wir hier im Supermarkt kaufen, die sind nicht frisch gepflückt, ja. Die sind wirklich schon lange gelagert, einfach dunkel und kühl und die halten sich richtig lange. Natürlich muss man darauf aufpassen, dass keine Insekten oder
andere Tiere daran gehen. Wenn wir jetzt noch ein Stück weiter gehen, zum Beispiel sagen wir mal, wir sprechen über Monate, was könnten wir da noch nehmen? Mir fallen zum Beispiel als erstes Dosenessen ein, Dosennahrung. Ich glaube, das fällt den meisten Zuhörern ein, die hier zuhören gerade. Mhm. Die Nudeln in der Dose, ne? Was haben wir noch? Bohnen in der Dose. Mache ich auch gerne mal draußen, wenn ich in der Wildnis unterwegs bin. Genau. Eine schöne Dose Bohnen. Genau. Suppen, Eintöpfe. Also mittlerweile haben wir den Luxus, dass es wirklich eine reichhaltige Speisekarte an Fertignahrung in so gut wie jedem Supermarkt und auch von allen gängigen Supermarktketten angeboten werden. Und die sind per se auch fast alle sehr gut geeignet für die Krisenvorsorge. Wichtig ist, wenn man sich immer wieder so ein paar Dosen zulegt und sich so einen Speicher aufbauen möchte, dass man immer auf das Verfallsdatum schaut. Denn nur weil etwas in einer Dose ist, heißt es nicht automatisch, dass es immer lange haltbar ist. Es gibt durchaus auch Lebensmittel, die in einer Dose sind oder die vakuumiert sind, die aber nur ein halbes Jahr haltbar sind. Mhm. Und ein halbes Jahr ist für die Krisenvorsorge schlicht zu wenig. Du kannst Glück im Unglück haben und dir etwas zulegen, wirst 2 Monate später, wir beziehen es jetzt mal auf diesen Fall Covid, wirst positiv getestet und dann hast du noch was davon. Kann aber auch sein, du kaufst dieses Lebensmittel, die nur ein halbes Jahr haltbar sind und dann hast du aber nichts davon, wenn du 1 Jahr später, 2 Jahre später in deine Notsituation kommst. Deswegen da immer drauf achten. Man kann das auch ein bisschen anhand der Zusatzstoffe ablesen. Man sollte möglichst wenig Dosengerichte kaufen, die irgendwie mit Milch oder mit Ei gemacht sind. Das verfällt in der Regel immer etwas schneller. Und ja, man muss es leider auch sagen, Lebensmittel, die sehr, sehr viele Stabilisatoren, sehr, sehr viele E-Stoffe drin haben, sehr, sehr viele chemische Zusätze haben, um es haltbarer zu machen, sind natürlich nicht so gesund wie Lebensmittel, die weniger künstliche Zusatzstoffe haben. Meistens halten sich aber die mit den vielen Zusatzstoffen deutlich länger. Also man muss hier wirklich ganz klar sagen, Krisenvorsorge hat jetzt per se nicht immer was mit gesunder, ausgewogener Ernährung zu tun, sondern hier geht's um Survival. Hier geht's um Überleben. Hier geht's wirklich um die Krise. Es geht hier nicht darum, dass ich mal einen spannenden Nachmittag am Wochenende verbringen möchte oder dass ich mal eine Woche Aussteigerleben probieren möchte, sondern hier geht es wirklich um Überleben in der Krise. In der Tat, also das ist nicht so, dass es unbedingt die gesunde Ernährung ist, die man dann dort in seinem Keller oder in seinem Schrank oder wo auch immer dann lagert. Mhm. Das spielt aber auch erstmal im ersten Moment keine Rolle, weil, wie du es gesagt hast, es geht ja wirklich um Nahrung, dass mein Körper was hat, wo er Energie aufnehmen kann und wo ich auch weiter funktioniere und mein Körper jetzt nicht abbaut oder sowas. Es gibt aber ein paar Lebensmittel, die sind recht gut, die sollte man auch zu Hause haben, wenn es gerade um so Vitamine geht, ne? Also auch diese Dosenfrüchte. Mhm. Man kann ja auch Früchte in Dosen kaufen, in diesem leckeren Zuckerwasser. Ja. Ja, klar. Die sind natürlich dafür gut geeignet, um Vitamine aufzunehmen. Und klar ist auch, dass man frische Sachen wird es fast nicht geben in der Dose. Also am gesündesten ist es ja, wenn man frisch isst, frisches Gemüse oder eben frisch gebackenes Brot oder sowas. Da kann man aber ein bisschen nachhelfen, gerade wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, im Hinterhof oder im Garten was anzubauen. Hm, genau, ja, auch das ist Notfallvorsorge, ganz klar, ja. Ja, genau, der eigene Selbstversorgergarten, das ist auch ein großes Thema wieder, ja, wo du so viel für dich tun kannst und für deine Familie, dich mit frischer Nahrung zu versorgen. Und das ist genial. Es gibt ja auch Gemüse, das wächst im Winter, ne? Und dann hast du einen richtig schönen, guten Vitaminschub, wenn du so einen Selbstversorgergarten dir anlegen kannst. Absolut, ja. Also wer irgendwie die Möglichkeit dazu hat, weil er aus dem Dorf kommt oder in irgendeiner anderen Möglichkeit hat, bei sich zu Hause, und das ist wirklich wichtig, ist wirklich die Aussage bei sich zu Hause, nicht irgendwo in einem anderen Bundesland haben meine Eltern, sondern bei dir zu Hause. Wenn nämlich die Krise dort eintritt, wo du dich gerade befindest, wo dein Lebensmittelpunkt ist, dann bringt dir das nichts, wenn der Bauernhof, wo du alles hast, aber 200, 500 Kilometer von dir entfernt ist, weil im Zweifel kommst du da nicht mehr hin, wenn die Krise eingetreten ist, weil du weißt ja oft nicht genau, um welche Krise es sich handelt. So genau können wir das nicht vorhersagen. Aber ja, wer irgendwie Selbstversorgung, wer darin bewandert ist, wer aber auch die Möglichkeiten hat, das ist natürlich Gold wert. Und
wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, weil du dadurch auch immer wieder sich ein reproduzierendes Warnnetzwerk hast. Und ja, was das vielleicht für Nachteile bringt, können wir ganz am Ende, wenn wir hier fertig sind mit dieser Krisenvorsorge-Mini-Staffel, so möchte ich das mal nennen, können wir vielleicht auch nochmal auf No-Gos und Dinge eingehen, die man vermeiden sollte. Aber nur so viel, es hat auch was mit der Selbstversorgung zu tun. Da bin ich gespannt. Ja. Ein wichtiger Punkt, den ich noch hätte, wäre unbedingt Trinkwasser vorrätig halten. Denn es ist so, wir haben jetzt viel über Ernährung und Nahrung und Lebensmittel und Essen gesprochen, aber es ist ja so, dass der Mensch unter Umständen in der extremen Situation wirklich es schafft, eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen ohne Nahrung auszukommen. Man sagt im Extremfall auch drei Wochen ohne Nahrung. Das ist aber schon je nach Konstitution, Vorerkrankung, Lebensweise, das ist schon sehr, sehr sportlich. Ja. Ohne Trinkwasser sieht die Chance schon ganz anders aus, die Überlebenschance. Und wir haben das auch schon mal in dem, an anderer Stelle hier in diesem Podcast schon mal erwähnt. Deswegen ist es umso wichtig, dass man Flüssigkeit zu Hause hortet. Also gedanklich wegkommen von diesen Dosen ein bisschen. Die sind nicht verkehrt, auf keinen Fall. Aber Fokus auf Trinkwasser richten. Ja. Die Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist tatsächlich, dass man pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig haben soll. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Klingt jetzt unfassbar viel, aber überschlag das mal in deinem Kopf. Das ist nur das Wasser, was wir trinken. Und das ist noch gar nicht mal unbedingt besonders viel. Es gibt ja Menschen, die trinken 3 Liter am Tag. Klar, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die schaffen gerade mal ihren Liter am Tag, aber das ist ja nicht gesund. Aber 14 Liter pro Person für eine Woche, das ist schon ordentlich. Also da muss man schon einiges bevorratet haben im Keller oder in der Wohnung, um sich zumindest eine Woche lang mal abgeschnitten von der Außenwelt ernähren zu können. Ja, ich war der letzte im Baumarkt und habe mir in der Tat nochmal mehrere Wasserkanister gekauft. Und 14 Liter sind ja ungefähr 14 Milchpackungen. Und da kann sich, glaube ich, jeder ein bisschen was drunter vorstellen. Es klingt vielleicht erstmal ganz recht viel, aber ich habe jetzt so einen 20 Liter Kanister unten im Keller stehen bei mir. Und ja, so groß sind die gar nicht, wie man vielleicht denkt. Und ich finde es eigentlich total interessant, dass ich mit diesem Kanister dort unten mich eine Woche lang wirklich mit Wasser versorgen könnte. Das finde ich genial. Ja. Aber du hast gesagt, das ist ja gerade mal nur das Trinkwasser. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt Nudeln kochen wollen, tja, dann brauchen wir ja auch wieder Wasser. Ja. Also Wasser ist in der Tat, wie du es gerade meintest, viel wichtiger als die Nahrung. Die Nahrung, die man kann sehr viel essen. Ja, es gibt sehr viel. Wir haben ein vielfältiges Nahrungsangebot. Wenn es nicht die Dosen sind, dann kriegt man vielleicht irgendwo draußen irgendwo ein paar Kräuter gepflückt oder sowas. Ja, aber Wasser, da gibt es nur Wasser. Ja, wir können uns von Wein oder von Spirituosen nicht ernähren. Also wir brauchen wirklich dieses eine Gut, das Wasser. Und ich finde es auch unheimlich wichtig, dass man darauf achtet, dass man Wasser eben auf Vorrat hat. Und eben nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Waschen. Und als Brauchwasser und als Kochwasser. Ne? Genau. Ja, wichtig ist, dass wir da auch nochmal ganz klar sagen, bitte keine Erfrischungsgetränke. Also nicht sowas wie Cola oder Säfte oder dergleichen. Säfte haben den großen Nachteil, man denkt ja vielleicht, oh, da sind Vitamine drin, das ist besonders gut und mein Kind mag das auch, ist schön süß, ist auch Zucker drin, Zucker brauchen wir auch, da kriegen wir Energie. Säfte halten sich in der Regel nicht lang und vor allem, wenn wir sie nicht ordentlich vor Wärme und Licht schützen können, verderben die sehr, sehr schnell. Wirklich zu empfehlen ist Trinkwasser, also Leitungswasser ist super geeignet, aber auch Wasser in abgepackten Flaschen. Es funktioniert auch Sprudelwasser, also Wasser mit Gas, ist auch kein Problem. Die Kohlensäure kann man zur Not auch rausmachen, wenn man jetzt irgendwie das Wasser zweckentfremden muss, um eine Wunde zu reinigen. Das ist nämlich der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Oder auch mal Augen zu spülen. Mhm. Ja, versuch das mal mit Cola. Viel Spaß. deswegen wirklich reduzieren auf
Wasser, auf Trinkwasser. Es geht hier weniger um Komfort, sondern vielmehr um wirklich die Überlebenssituation. Und glaubt mir, wenn ihr kein Freund von Wasser seid, weil ihr es nicht runterbekommt, weil ihr sagt, ach, ne, Wasser. Wenn ihr richtig Durst habt, ihr werdet das Wasser trinken. Ja. Oder du lagerst eben noch Tee oder Kräuter mit ein, dann kannst du dir auch einen Tee daraus machen. Ne? Das kannst du auch machen, genau. Also Tee entweder als Granulat oder auch als, da gibt es ja auch für die Menschen, die süße Getränke mögen, gibt es ja auch diesen Krümeltee. Ja. Aber auch ganz normal Teebeutel, Pfefferminz, Hagebutter. Absolut legitim und auch ein super Hinweis, ja. Wie lagern wir denn das Wasser? Ja, am besten, wie ich schon gesagt habe, kühl, vor Licht geschützt und ja, je nachdem, was man möchte, in unterschiedlich großen Behältern. Denn ich sage das bewusst, weil wenn ich das Wasser als Brauchwasser benutze, damit meine ich zum Waschen, zum Abspülen, solche Dinge, dann reicht ein einfacher Kanister. Da geht theoretisch auch die Badewanne oder das Waschbecken. Ja. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle. Wenn irgendwo sich eine Situation ankündigt, beispielsweise es gibt starke Regenfälle und man weiß, okay, es gibt schon die Unwetterwarnung ist schon rausgegeben und auch die Katastrophenwarnung ist schon rausgegeben. Es gibt dafür tolle Apps mittlerweile auf dem Handy. Können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber sprechen. Ist es völlig legitim, Stöpsel in die Badewanne oder ins Waschbecken, Wasser aufdrehen und einfach die Wanne volllaufen lassen. Das Wasser wird kalt sein, spätestens am nächsten Tag. Aber ihr könnt das Wasser prima nutzen, um euch was rauszuschöpfen mit einer Schüssel oder so und darin Hände waschen, also in der Schüssel, nicht in der Badewanne, oder eben auch Teller, Töpfe zu spülen oder auch mal das Gesicht frisch zu machen, Intimbereich oder irgendwas zu waschen, wo ihr sagt, das brauche ich einfach, um mich wohl zu fühlen, denn ihr übersteht so eine Situation auch viel, viel besser, wenn ihr euch ein kleines bisschen Komfort sichert. Und die Badewanne schnell voll lassen, wer keine Badewanne hat, einfach Waschbecken voll oder eben einen leeren Kanister schnell befüllen. Das ist ein super Hinweis. Ansonsten, wenn ihr daraus trinken wollt oder wenn man das Wasser nutzen möchte zum Trinken, würde ich tatsächlich eher kleinere Behältnisse empfehlen. Denn jedes Mal, wenn man den Mund zum Gefäß führt, bringt man immer wieder Bakterien hinein. Ganz automatisch. Ja. Unser Mund ist ja besiedelt mit vielerlei Bakterien. Manche sind gut, manche sind schlecht. Ist ganz normal. Aber diese Bakterien gelangen dann auch wieder in die Flasche. Und je öfter ihr das macht, desto mehr kontaminiert ihr dieses Wasser und desto schneller verdirbt es auch. Also wenn ihr zum Beispiel Wasser aus einer Plastikflasche immer in ein Glas schenkt, trinkt aus dem Glas, hält das Wasser in der Flasche deutlich länger, als wenn ihr immer wieder euren Mund zur Flasche führt. Und je mehr Menschen aus derselben Flasche trinken, umso schneller geht's, weil natürlich umso mehr und so größer werden natürlich diese Bakterienkulturen. Ja, ja, da finde ich die Trinkwasserbehälter recht gut, die so einen Hahn haben, ne? Wo du dann aufdrehst und eben das Wasser ablässt, da kannst du dir die Hände schön drunter waschen. Stellst es einfach nur auf den Stuhl, das Teil, oder auf den Tisch und kannst da deine Sachen machen. Und es ist auch sinnvoll, das auf mehrere Behälter eben aufzuteilen, wie du gerade gesagt hast, wenn mal eins wirklich kontaminiert ist, ein Behälter, egal was passiert ist, da ist irgendwie Schmutz reingekommen oder beim Abfüllen ist irgendwas passiert, dann sind die anderen vielleicht noch gut, ne? Also vielleicht nicht einen riesen 1000 Liter Kanister kaufen, sondern dann vielleicht aufteilen in mehrere. Und ich habe mich auch gerade noch gefragt, was machen wir denn, wenn das Wasser alle ist? Also mir fällt zum Beispiel als erstes ein, wenn ich auf dem Land wohnen würde und ich hätte einen Brunnen, dann wäre das natürlich genial. Ja. Ne? Oder ich wohne wirklich an einer feinen kleinen Quelle, wo ich weiß oder ich auch vorher vielleicht überprüft habe sogar, das ist Trinkwasser, das kann ich trinken, ja. Oder mindestens ist es nutzbar dafür zu trinken, wenn ich es vorher abkoche. Ja. Oder was mir auch noch einfällt, ist, wenn alle Stricke reisen, Regenwasser auffangen. Ja. Muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, je nach Notsituation kann Regenwasser auch mein Ableben beschleunigen. Ja. Stichwort, kommen wir dann später in einer anderen Folge dazu, Stichwort CBRN-Notfall. Aber prinzipiell hast du natürlich recht, ja. Regenwasser kann ich mir auch zunutze machen. Ja, aber eben, ich würde es auch nicht in der Stadt jetzt trinken. Also egal, ob Notfall oder nicht. Ja. Ich würde allgemein Regenwasser, was in der Stadt sich niederschlägt, nicht trinken. Da müsste ich schon draußen auf dem Land irgendwo weit weg von der Stadt sein, damit ich da
gutes Regenwasser bekomme. Ich möchte nochmal ein paar Dinge zusammenfassen, die für die Ernährung prinzipiell wichtig sind. Und zwar habe ich noch den Punkt, keine Experimente. Ganz wichtig, man sollte sich Lebensmittel vorrätig halten, die man sonst auch verzehrt. Und sonst, wenn man auch kein großer Freund vom Dosenessen ist, man sollte hin und wieder mal, wenn man sich zumindest mit dem Thema Krisenvorsorge auseinandersetzt, immer mal wieder so ein Dosengericht gönnen. Einfach, um sich daran zu gewöhnen, an den Geschmack zu gewöhnen, auch das Verdauungssystem, dass du das schon mal, dass du diesen Geschmack kennst und dass du weißt, okay, die Dosenravioli, es schmeckt eben nicht so wie beim Italiener um die Ecke oder wie wenn ich es jetzt frisch zubereite. Aber es ist auch okay, dass ich zumindest keinen Ekel davor entwickle. Die Geschmäcker sind ja ganz verschieden und auch die individuellen Vorlieben sind ja ganz verschieden, aber eben keine Experimente machen. Hat nicht nur unbedingt was mit dem Geschmack zu tun, kann nämlich auch im Zweifelsfall ganz, ganz böse enden, wenn du nämlich gar nicht weißt, dass du vielleicht gegen irgendwas allergisch bist und diese Allergeninhaltsstoffe sind aber in irgendeinem Lebensmittel, das du dir in guter Absicht gehortet hast, enthalten. Deswegen von mir nochmal der Tipp, keine Experimente und auch vor allem die Lebensmittel so abstimmen. Wenn du alleine bist, weißt du in der Regel, das mag ich nicht, dagegen bin ich allergisch, dagegen nicht, damit komme ich gut zurecht, dagegen nicht. Aber schau auch mal, wie ist es denn mit den Menschen, die um dich drumherum sind? Mit wem lebst du in einer Community? Wer gehört vielleicht zu deiner Familie? Wie ist es mit deinem Mitbewohner, deiner Freundin, deinem Partner, deinen Eltern, deinen Großeltern? Je nachdem, mit wem du im Haus oder in einer Wohnung lebst. Was essen deine Kinder? Was kannst du deinen Kindern zumuten? Bringt ja nichts, wenn du, ich sag mal, Trockenfleisch hortest, was auch lange, lange haltbar ist, aber dein Kind ist vielleicht ein halbes Jahr alt. Ja, wie willst du das Kind das Trockenfleisch und das Kind kriegen? Ja. Wird schwierig. Deswegen schau auch, was können deine anderen Mitbewohner, deine liebsten Menschen um dich drumherum leisten? Was können sie verdauen? Was essen sie gerne? Wo könnt ihr irgendwie einen Weg finden, womit ihr alle irgendwie gut überleben könnt? Ich kann mich da an einen Kommentar erinnern auf der Webseite. Da hat auch einer geschrieben oder mal zu mir gemeint, boah, ja, Sauerkraut ist zwar echt lange haltbar, aber da kann ich überhaupt nicht dran. Ja. Und das bringt wirklich nichts, wenn du dir 5 oder 10 oder 20 Gläser Sauerkraut in den Schrank stellst und du weißt aber im Voraus schon, dass du die nicht essen wirst. Wir haben ja so viele tolle Lebensmittel, die auch haltbar sind lange. Dann lass das weg, auch wenn das irgendwo empfohlen worden ist. Ja. Das bringt sonst gar nichts. Und man darf immer nicht vergessen, so eine Notfallsituation, so eine Krise, das schlägt dir immer aufs Gemüt, sowas. Ja, das belastet einen ja psychisch. Und ein gutes Essen, das bringt wieder Schwung. Ja, das gibt einem wieder Lebensfreude. Also so geht's mir jedenfalls. Wenn ich ein gutes Essen habe und dann merke ich richtig, wie die Energie wieder in meine Knochen fließt, mir geht's wieder besser, ich bin wieder bei Kräften und ich schaue wieder nach vorne und meine positive Denkweise stellt sich wieder ein. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man das isst und auch das lagert, was man gerne isst, wo man sich drauf freut, wo man weiß, das esse ich, habe ich auch schon vorher gegessen und ja, wie du es eben noch gesagt hast, keine Experimente, keine Risiken eingehen. Genau. Mein nächster Tipp, unbedingt darauf achten, dass Esswaren auch ohne Kühlung länger haltbar sind und dass ein Großteil des Vorrates auch kalt gegessen werden kann. Denn je nachdem, in welche Situation man kommt, ist es nicht unüblich, dass ich vielleicht keinen Strom habe oder dass ich nicht den Zugriff auf Elektrizität habe, vielleicht auch kein Feuer machen kann. Ja, und dann stehe ich da mit meinen 20 Kilo Nudeln, die ich im Keller habe und muss jede Pasta einzeln weich lutschen oder so. Ja, ja, da machen sich ja diese Dosen, also diese Dosennahrung recht gut an, ne? Also die sind ja dafür gut geeignet. Ich kann zum Beispiel auch eine Dose Bohnen kalt essen, ja. Das macht überhaupt keinen Unterschied, schmeckt vielleicht nicht ganz so gut, aber die kann ich verzehren. Das ist überhaupt kein Problem. Oder auch einen Eintopf, ja, den kann ich auch so essen. Oder es gibt ja auch Königsberger Klopse in der Dose, ne? Oder weitere Fleischgerichte, die kann ich alle so essen, die sind erhitzt, die sind schon fertig. Da gibt es überhaupt keine Gefahr. Das ist ein guter Punkt, ja. Nächster Tipp, alle Lebensmittel sollten auch ohne Kühlung länger haltbar sein. Denn, wie eben schon gesagt, wenn ich keinen Strom habe und mir den Herd nicht anmachen kann, dann funktioniert auch mein Kühlschrank nicht. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich im Keller eine riesengroße Gefriertruhe habe und da ist sind ganz viele
Tiefkühlpommes drin oder Fischstäbchen oder sonstige Sachen, Tiefkühlpizza für ein ganzes Jahr. Ja, wenn ich keinen Strom habe, dann verdirbt mir das Zeug in den nächsten 2 Tagen. Ja. Da ist noch ein Hinweis, dass man immer auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten sollte. Und damit man eine bessere Übersicht hat, weil man vielleicht etwas mehr Lebensmittel gehortet hat, einfach mit einem Edding nochmal groß beschriften, kleines Etikett selbst dran kleben. Lebensmittel, die kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf haben, weil man sie vielleicht aus einer größeren Packung entfernt hat oder das Etikett außenrum abgelöst hat, da einfach nochmal mit einem kleinen Etikett mit einem Edding draufgeschrieben, wann man es gekauft hat. Denn dann kann man in etwa um was es sich handelt natürlich, dann kann man in etwa ableiten, wie lange es sich hält. Ja, das Beschriften, das ist eine schöne Sache, in der Tat. Das macht Sinn. Was mir noch eingefallen ist, auch bei Kühlung, ist, ich stelle mir manchmal auch vor, ich lebe nicht in der Stadt, also ich lebe ja in Berlin, mitten in der Stadt, sondern ja, ich lebe auf dem Land. Und ich sehe das ja manchmal noch, wenn ich in meine alte Heimat fahre, nach Thüringen, da haben wir dann die Berge, da gibt es noch diese Erdkeller. Ja? Ja. Also wenn man so einen Erdkeller hat, ist eine ganz fantastische Sache, um Nahrungsmittel zu kühlen. Wir hatten es am Anfang ja schon mal gesagt, ne, mit den Äpfeln, da machst du dein Gemüse rein, das ist dunkel, das ist kühl, so ein Erdkeller. Da kannst du richtig was wegkühlen, das hält sich natürlich dann viel länger. Ja, genau. Gibt es auch in Minien, ne, wie man den selber baut in seinem Garten. Zum Beispiel einfach einen großen Eimer nehmen, ja, einen 20-Liter-Eimer oder 10 Liter, in die Erde eingraben, Deckel drauf, und da bleibt die Nahrung wirklich schon um einiges kühler, als wenn sie draußen eben an der frischen Luft liegt. Ja, müssen wir ein YouTube-Video dazu machen. Gibt's, glaube ich, schon einige. Ja. Genau. Anderer Tipp ist, wenn wir jetzt nun ein schönes, tolles Kellerregal voll haben, diese Lastenregale aus dem Baumarkt bieten sich hervorragend dafür an, gehören neu gekaufte Lebensmittel immer nach hinten und die älteren immer nach vorn. Somit wird sichergestellt, dass sich auch wirklich immer die schon länger im Regal sich befindenden Lebensmittel zuerst verbrauche, dass ich weniger Schwund habe, der Geldbeutel dankt's, und ja, ihr habt einfach weniger Schwund und müsst nicht so viel austauschen. Kann man auch super schon üben, wenn man nicht in einer Krise ist. Ne? Also wenn ich Mehl kaufe, neue Packung Mehl oder 1-2 Packung Mehl, weil ich mein Brot neu backe, dann tue ich auf jeden Fall die älteren nach vorne und die neuen kommen nach hinten ran. Manchmal kontrolliere ich sogar auch noch das MHD, weil es gibt auch Unterschiede, wenn ich jetzt einkaufe. Manchmal habe ich was eingekauft, das ist gar nicht so lange haltbar, wie ich vielleicht vermutet hatte. Und dann gleiche ich auch nochmal ab. Oder ich notiere mir eben in der Liste, okay, irgendwie diese Dose Bohnen oder meine 10 Dosen Bohnen, die habe ich alle zum gleichen Datum gekauft, die haben alle gleich das MHD. Vielleicht mache ich mir auch eine kleine Liste und trage das eben ein oder eine Erinnerung irgendwo, dass ich weiß, okay, jetzt muss ich anfangen, die zu essen, habe einen Monat Zeit, die zu essen, und in dem Monat kaufe ich auch nach. Genau, ja, ist ein super Hinweis. Falls ich doch mal etwas warm machen möchte, weil wir ja das Thema Komfort schon hatten und ich irgendwie die Möglichkeit habe, ich habe vielleicht keinen Strom, aber ich habe vielleicht eine andere Möglichkeit, mir vielleicht ein Feuer zu machen, weil ich einen Hof habe oder weil ich eine größere Terrasse habe und ich kann da mir einen Hobo-Kocher oder irgendwas aufstellen, jetzt habe ich es schon gespoilert, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, sich Essen warm zu machen mit einem Hobo-Kocher, Gaskocher, Campinggrill oder etwas dergleichen. Und das sind durchaus sehr, sehr gute Alternativen zu einem ganz normalen Herd, den wir zu Hause haben, oder eine Backröhre oder sowas. Also auch solche Möglichkeiten immer im Hinterkopf behalten und schauen, wie kann ich das vielleicht in meinen Nahrungsplan mit einbauen. Ganz wichtig nochmal, um den Bogen zu spannen zum Anfang, Stichwort Skills, welche muss ich dafür erlernen, welches Wissen brauche ich, auch Thema Brandschutz, dass ich die Krise nicht noch größer mache für mich und mir die halbe Bude abbrennt, obwohl ich eigentlich nur Hochwasser habe, in Anführungsstrichen. Ja. Und natürlich auch Equipment. Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ja, wäre dann vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert. Also was man zum Beispiel nicht machen sollte, mir dabei einfällt, mit dem Gaskocher in der Wohnung, in einem kleinen Zimmer, das Essen warm machen. Ja. Also es steht, da steht ja auf jeder Bedienungsanleitung drauf, bitte nur im Freien nutzen. Ne? Und generell absolut richtig, Feuer gehört auf keinen Fall in geschlossene Räume, bitte draußen machen. Ja, und wer noch Großeltern hat auf dem Land oder in einem alten Haus, wo sie noch von früher
immer noch drin wohnen, die haben meistens auch einen kleinen Ofen noch drin. Ja. Ja, Also das ist genau. natürlich eine geniale Sache. Stell dir vor, du hast noch das Haus bei deinen Eltern und da ist noch ein richtiger Ofen drin, wo du drauf kochen kannst mit Feuerholz. Vielleicht noch ein Kachelofen, das für Wärme gesorgt ist, auch in der kalten Jahreszeit. Das ist eine feine Sache, ne? Genau. Ja, ansonsten habe ich eigentlich, was das Thema Essen und Trinken angeht, gar nicht mehr so viel. Ich habe noch zwei Sachen. Eine Sache wäre, habt ihr an eure Haustiere gedacht? Denkt auch daran, wenn ihr einen Hund habt, eine Katze habt, einen Leguan habt oder was auch immer. Ich bin kein Freund von so großen Reptilien in Privathaushalten, aber es gibt es ja alles und es bringt ja jetzt nichts, hier die Augen davor zu verschließen. Denkt auch daran, egal ob Wellensittich, Meerschwein oder was auch immer, denkt bitte daran, auch für die ein bisschen was mit einzuplanen. Kauft auch für die ein paar Lebensmittel und Vorrat, ja, dass auch eure besten Freunde, eure besten vierbeinigen Freunde die Krise unbeschadet überstehen. Ja. Und was mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt angesprochen hatten, war so Trockennahrungsmittel. Und da bin ich nämlich auch noch ein Fan von. Also zum Beispiel einfach mal 5 bis 10 Packungen Reis gelagert. Der hält sich ja ewig. Also auch wenn er immer härter wird, das ist ja auch so mit Hülsenfrüchten, aber sie halten sich wirklich jahrelang. 5, 6, 7, 8 bis 10 Jahre kannst du Reis lagern, wenn du ihn richtig lagerst. Ne? Trocken und kühl am besten und dunkel. Abgeschlossen vor Insekten und vor Nagern. Da hast du wirklich was Gutes gelagert. Aber auch hier nicht vergessen, nur Reis schmeckt nicht. Ne? Salz lässt sich auch wunderbar lagern. Oder Pfeffer oder Gewürze. Damit kann man schon ganz schön sein Essen dann aufpeppen. Genau. Was sich noch anbietet, ist auch Couscous. Couscous braucht weitaus weniger Wasser als Nudeln und Reis. Ah ja. Ist von seiner biologischen Wertigkeit mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar besser als Weizenpasta. Und ist auch nochmal so ein kleiner Geheimtipp für eure Lagerbestände. Ansonsten, ja, was bietet sich noch an? Je nachdem, worauf ihr euch vorbereitet. Es kann ja auch sein, ihr wollt gar nicht da bleiben, wo ihr euren Lebensmittelpunkt habt, sondern ihr wollt in der Krise raus, nichts wie weg. Völlig legitim. Dann braucht ihr natürlich andere Lebensmittel. Dann bietet sich sowas an wie Müsliriegel. Dinge, die ihr schnell transportieren könnt. Es gibt namhafte Hersteller, die Krisennahrung anbieten oder eben diese EPAs, diese Einmannpackungen, diese Soldatennahrungen. Auch die bieten sich an. Gleich vorweg, dafür bezahlt ihr natürlich deutlich mehr, als wenn ihr euch im Supermarkt eindeckt. Aber das ist, wie gesagt, ihr müsst selber schauen, auf was, welche Krise bereitet ihr euch vor, welches Szenario ist für euch realistisch und geht da dementsprechend einkaufen in diese Richtung und deckt euch ein. Und am besten da auch nicht ad hoc jetzt losgehen, völlig gehypt nach diesem Podcast und sagen, jawohl, jetzt lege ich los, macht das auch nicht, sondern kauft nach und nach. Das geht schnell mal ins Geld und ihr werdet sehen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, euch fallen so viele Sachen ein und wir sind noch gar nicht zu den Themen Hygiene gekommen, medizinische Versorgung, Stromausfall und so weiter. Das heißt, wenn ihr richtig ausgerüstet sein wollt, es wird sehr, sehr teuer, aber ihr müsst nicht alles sofort kaufen. Es reicht, wenn ihr immer mal wieder euch was vom Einkauf ein bisschen mehr mitbringt, einlagern und nach und nach euch einfach wappnet für den Fall der Fälle. Unbedingt. Also da reichen manchmal auch schon mit 5 € die Woche, sich Sachen zu Ja, kaufen. Ne? Also absolut. für 5 € kriegst du auch schon 6, 7 Dosen, Nahrungsmitteldosen, die dich schon 2 Tage versorgen. Ne? Also immer nach und nach aufbauen. Das heißt nicht, dass man, wie du es jetzt gesagt hast, gleich sofort hier Unmengen Geld ausgeben muss. Schau, wo du lebst, was auf dich zukommen könnte, wo deine Unsicherheiten liegen, und dann nimmst du diesen Weg und schlägst den ein und kaufst das, was du da brauchst, und das nach und nach. Und da bist du schon, selbst wenn du das 4 Wochen machst, ja, bist du schon besser vorbereitet als 95% aller anderen Menschen. Ne? Mindestens, ja. Wenn nicht sogar
Wenn nicht, wenn nicht sogar noch mehr, ja. Denn das ist nun mal ein Thema, das ein bisschen tabuisiert wird in der Gesellschaft, das auch ein bisschen schambehaftet ist, das auch ein bisschen unter einem schlechten Licht steht, so in der öffentlichen Debatte. Und ja, dabei ist es eigentlich völlig legitim und auch ja ein wichtiges Thema. Ja, auf jeden Fall, weil es für mich ist es ein logisches Thema, dass man einfach ein bisschen vorsorgt. Ja, das hat nichts mit Angst machen zu tun oder dass irgendwie eine Zombie-Apokalypse hier einbricht, sondern ich fühle mich einfach gut damit und sicherer und ich weiß, ich kann meiner Familie was bieten, wenn doch mal Lieferwege abgeschnitten sind und auch wenn es die Sachen noch gibt im Supermarkt, das darf man ja nicht vergessen, es kann ja sein, es gibt noch alles, aber du bist eben nicht einer der Ersten, der dorthin rennen muss. Ne? Du musst nicht sofort in diesen Stress und diesen Rummel und dich vielleicht an der Kasse um Klopapier schlagen, sondern du weißt, hey, ich habe ein paar Sachen zu Hause, damit fühle ich mich gut, wenn sich ein bisschen was beruhigt hat oder wieder ein bisschen mehr in den Regalen ist, wie es jetzt letztes Jahr wirklich war, dann gehe ich auch in Ruhe wieder meine Sachen kaufen. Okay, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas zum Thema Ernährung, Essen, Trinken zu erzählen? Hast du noch Punkte? Also das Wichtigste für mich war, diese trockenen Nahrungsmittel auch zu Hause zu haben, wie zum Beispiel Reis oder Nudeln. Also Nudeln halten sich ja nicht ganz so lange, Reis hält sich ja viel, viel länger. Es gibt noch ein paar andere interessante Sachen, wie zum Beispiel Honig. Ne? Also wenn du so ein bisschen der süße Spezialist bist, der ein süßes Müsli braucht, Haferflocken halten sich zum Beispiel auch echt lange. Und da dann ein bisschen Honig drüber. Ja. Und klar, jetzt hast du nicht die Milch zu Hause, aber vielleicht das Wasser. Dann hast du da schon echt ein gutes, energiereiches Frühstück, womit du... Ja. Und du kannst ja statt Milch Milchpulver nehmen. Genau. Das ist natürlich nicht dasselbe Erlebnis, aber es ist zumindest eine mögliche Alternative. Auf jeden Fall. Also Honig, Ahornsirup, Zuckersirup, auch richtig lange haltbar. Getrocknetes Gemüse wie Linsen, Bohnen, Erbsen kann man überall günstig kaufen, halten sich auch richtig, richtig lange. Ja, und was hält sich noch lange? Mir fällt dazu auch noch ein Alkohol. Klar, den kannst du jetzt nicht benutzen, um dich über Wasser zu halten mit Getränken. Aber es ist zum Beispiel vielleicht ein gutes Tauschmittel irgendwann mal. Ja, oder Wein oder gefriergetrockneter Kaffee. Ja, wer unbedingt seinen Kaffee braucht, der nimmt gefriergetrockneten Kaffee oder diesen Instant-Kaffee. Der hält sich ja auch ewig. Absolut richtig. Gute Punkte nochmal zum Abschluss. Okay. Ja, Fabian. Ihr merkt schon, das Thema ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft und wir haben jetzt gerade mal Essen und Trinken behandelt und sind da auch noch nicht richtig in die Tiefe gegangen. Wir könnten euch jetzt noch Rezepte an die Hand geben. Vielleicht machen wir das noch auf www.survivalkompass.de. Wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert. Mal schauen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr diesen Einstieg in das Thema genossen habt, dass es euch ein bisschen den Horizont erweitert hat. Vielleicht seid ihr auch schon mittendrin im Thema und ihr habt jetzt gar nicht so viel Neues erfahren, habt aber gemerkt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, denn oftmals ist ja auch die Gewissheit und auch die Rückmeldung, wenn man was schon gut macht, auch schon sehr viel wert für das eigene Wohlbefinden und das eigene Sicherheitsempfinden. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr auch Kritik, Anregungen habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns über die üblichen Kanäle. Ihr findet Martin bei Instagram, ihr findet mich bei Instagram. Ihr könnt uns auf Survival Kompass schreiben. Ansonsten auf jeder anderen Plattform, wo ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt und könnt, dürft ihr das gerne tun. Seid auch angehalten, das zu tun. Ja, und mein Tipp am Ende ist eigentlich nur noch anfangen. Wenn du denkst, das ist was für dich und du solltest das jetzt machen und du hältst es für vernünftig, auf eine ganz nüchterne Weise damit was zu bewegen, dann einfach anfangen. Es ist nicht wichtig, wie viel du sofort kaufst, sondern die Beschäftigung damit, die gibt einem schon ein bisschen Sicherheit und dann nach und nach eben sein eigenes individuelles System aufbauen und ich schlafe besser damit, wenn ich weiß, ich habe was im Schrank. Ja, ich habe ein bisschen was im Kopf und ich habe Wissen mir angeeignet und ich weiß, wie ich ein Feuer mache, wenn es hart auf hart kommt. Genau. Das sind sehr schöne abschließende Worte. In diesem Sinne, wir können schon mal einen Ausblick geben. Es wird in der nächsten Folge um Hygiene gehen. Es wird um medizinische Versorgung gehen.
Hausapotheke. Ja. So ein, ja, solche Sachen, aber auch um nochmal den Stromausfall und die Kompensation des, ja, des ja. Stromausfalls im Allgemeinen gehen. Aber es wird auch noch ein paar andere Themen, noch ein paar andere Pro-Tipps, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, werden wir für euch parat haben. Also bleibt dran und wir hoffen, ihr schaltet wieder mit ein. Ja, das hoffe ich auch und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Ebenso. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut.